Wir sind jetzt bei Nespresso. Die haben da ganz eine neue Maschine. Und was die alles kann, das kann uns jetzt die Mirella erklären. Hi. Grüß dich, hallo. Und zwar, die neue Maschine ist einmal die Expert. Ja. Hat genau die gleichen Funktionen im Endeffekt wie alle anderen auch. Aber was ganz Tolle ist halt, die kann man nochmal über App steuern. Okay. Sprich, man könnte sogar für morgen früh den Kaffee planen, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin zu faul, um aufzustehen und den Knopf zu drücken. Das ist halt genial. Das Witzige daran, genau. Kaffee laufen lassen, wenn die nur in der Kiste liegt. Ja, sehr wichtig gut. Ist natürlich abends nicht die Kapsel und die Tasse zu vergessen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Funktioniert Schurke plus Sauerei. Das geht alles daneben, genau. Ganz toll nur daran, halt zusätzlich ist nochmal die Funktion der Americano dazugekommen. Okay. Sprich, da werden einmal die 25 Milliliter Espresso gehen durch und dann wird es mit Wasser einmal aufgegossen, sodass es einmal quasi ein Big Cup ist. Klasse. Genau. Ja, ich würde gerne einen probieren, wenn es geht. Ja, magst du direkt probieren. Ein Cappuccino darf ich zubereiten oder möchtest du eher ein Espresso? Nee, ein Cappuccino. Cappuccino wäre nett. Sehr gerne. Da ist natürlich auch, wir haben den separaten Milchaufschäumer. Den muss man auch selbst befüllen. Ist nicht App-gesteuert. Ist einmal auflassen. Genau. So, Ebola. Wollen wir mal eine Milch schauen. Sehr schön. Kommt dann erstmal in unsere schöne Tasse. So, da wir jetzt einen Cappuccino zubereiten, sollen wir den Espresso direkt einmal über die App reinlaufen lassen? Ja, wäre cool. Ja? Interessiert mich. Ist auch ganz easy. Jetzt brühen. Jetzt brühen. Ja, dann zeigt er halt nochmal, wie das eingestellt ist. Extra Hals wollten wir ja nicht. Nee. Ja. Und der Brühvorgang startet jetzt direkt. Perfekt. Kannst du sonst noch irgendwas über die App einstellen? Genau, man kann halt nochmal die Milliliter Angaben einstellen, also ob der Espresso jetzt etwas länger sein soll oder der Lungo, je nachdem was man trinkt, aber in dem Fall jetzt nochmal der Espresso, weil das ist ja auf den normalen Verbrauch eingestellt. Und alles über die App zum Steuern. Genau. Super. Ganz easy. Man muss sich da jetzt nicht großartig nochmal mit auseinandersetzen, wenn man davor steht, wenn du es morgens aus dem Bett startest. Klar. Und, voilà. Dankeschön. Na ja, und gut wie immer. Mirella, vielen, vielen Dank. Freut mich. Bis demnächst. Bis bald. Ciao.